Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast, um dir eine weitere Decla-Uhr anzugucken. Heute geht es um die Turbulenz 1, eine Uhr in einem 42 mm Durchmesser, eine Toolwatch, eine instrumentelle Uhr, und ich finde sie wirklich toll, ich finde sie preislich extrem attraktiv und möchte sie euch oder möchte sie dir in diesem Video etwas näher zeigen. Bevor ich aber genauer auf die Uhr eingehe, möchte ich gerne eine Zuschauerfrage beantworten. Und zwar wurde ich nach der Military Vintage in einem Kommentar gefragt, ob Decla auch für andere Uhren es anbietet, das Ziffernblatt ohne Typenbezeichnung und ohne Logo zu bedrucken. Ja, Decla macht das, bietet es für die Turbulenz aber nicht auf der Webseite an, sondern man muss es in der Bestellmail explizit sagen, bitte keinen Schriftzug Turbulenz oder bitte keinen Schriftzug Decla, dann kann das realisiert werden. So wird es die Frage beantwortet und wir können uns auf die Uhr stürzen, die, wie ich finde, ein wirklich herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Die Turbulenz 1 von Decla, so wie ich sie hier auf dem Tisch liegen habe, ist eine ausgesprochen interessante Uhr aus mehreren Gesichtspunkten. Zum einen ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich mega interessant. Die Uhr ist aber auch sehr, sehr gut gemacht. Beeindruckend finde ich, dass sowohl das Gehäuse als auch die Zeiger als auch das Ziffernblatt von Decla im Hause selber gemacht werden. Der Boden ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, handgraviert. Das Gehäuse ist perlgestrahlt und die Uhr ist, wie ihr sehen könnt, eine Toolwatch, eine instrumentelle Uhr. Der Durchmesser beträgt 42 mm. Die Bauhöhe der Uhr beträgt 11,7 mm und der Bandanstoß sind 22 mm. Lag to Lag, also die Auflagefläche auf dem Arm, beträgt 49,6 mm und auch zwischen den Hörnern ist die Uhr perlgestrahlt. Das Vorderglas ist Saphir und die Rückseite ist, wie bereits erwähnt, graviert. Jetzt möchte ich doch mal kurz gucken, wie die Uhr an meinem 17 cm Handgelenk aussieht. Dafür lege ich die Botta ab. Diese Botta, die ich gerade am Arm habe, hat 45 oder 44 mm Durchmesser. Man sieht also hier schon einen deutlichen Unterschied. Und die 42 mm Decla, wo ich das Band übrigens auch sehr gut finde, ein sehr stabiles, massives Lederband, sieht an meinem Arm wirklich klasse aus, trägt sich sehr angenehm, liegt gut am Arm und ist auch wirklich gut verarbeitet. Was ich beeindruckend finde, ist, dass es bei dieser Uhr unglaublich viele Varianten und Gestaltungsmöglichkeiten gibt, aber dazu komme ich im Laufe des Videos noch. Bevor wir dazu kommen, ändere ich einmal kurz die Kameraperspektive und wir schauen uns die Uhr einfach ein kleines bisschen aus der Nähe an. So, jetzt haben wir also hier die Nahaufnahme. In gewisser Weise erinnert sie ein klein wenig an die 556 von Sinn. Aber es gibt durchaus genug Unterschiede, dass diese Uhr eigenständig ist und auch als eigenständige Uhr wahrgenommen wird. Ich finde das Gehäuse sehr sauber verarbeitet, die Kanten sind sehr sauber verarbeitet und auch die Perlstrahlung des Gehäuses erzeugt eine wunderschön gleichmäßige, ebene Oberfläche. Der Druck ist sehr sauber, wobei bei dieser Uhr, so sagte mir Juri von Decla, noch eine Druckvariante gewählt wurde, wo das Ziffernblatt nicht so häufig bedruckt wurde und entsprechend etwas weniger Leuchtmasse aufgetragen ist. Ich zeige euch das im Laufe des Videos, aber nochmal im Vergleich. Diese Uhr kostet aktuell 554 Euro in der Grundausstattung, wobei Grundausstattung hier wirklich genau als das zu verstehen ist, denn Decla bietet unglaublich viele Varianten dieser Uhr an, sodass man sich die Uhr wirklich so zusammenbauen lassen kann, wie man es gerne möchte. Vom Ziffernblatt gibt es, um ein Beispiel zu nennen, 6 verschiedene Farben. Es gibt vom Sekundenzeiger 6 verschiedene Farben. Das Gehäuse kann
in der hier vorliegenden Variante als perlgestrahltes Gehäuse gewählt werden. Es gibt das Gehäuse aber auch schwarz DLC beschichtet. Man kann das Gehäuse härten lassen, das nennt Dekla dann Six Steel. Und Dekla bietet auch an, die Krone auf die linke Seite umzubauen. Was ich persönlich wirklich richtig klasse finde, ist, dass, was ich wirklich klasse finde, ist, dass Dekla die Lünette und das Gehäuse unterschiedlich behandelt. Man kann also auch zum Beispiel diese Stahluhr nehmen und nur die Lünette DLC beschichten lassen. Absolut super, finde ich richtig klasse und macht mir wirklich Spaß, damit zu spielen. Bei den Farben des Ziffernblattes geht es über Blau, Grün, radialen Verlauf von Schwarz, wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Man kann das Werk upgraden lassen, man kann einen Sichtboden sich einbauen lassen und auch wenn es auf der Homepage nicht als Option angeboten wird, man kann sogar per Mail darum bitten, das Dekla-Logo oder den Schriftzug Turbulenz wegfallen zu lassen, sodass man eine ganz saubere und cleane Uhr hat. Um mal zu zeigen, wie ein blaues Ziffernblatt aussehen könnte, habe ich hier die Turbulenz 4. Und das ist also ein blaues Ziffernblatt. Und hier sieht man noch eine weitere Möglichkeit der Gestaltung. Denn hier haben wir die Leuchtmasse in Old Radium, die nochmal ein komplett anderes Gesicht und einen anderen Charakter bei der Uhr erzeugt. Und bei der Turbulenz 4, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist die Leuchtmasse auch wesentlich dicker bedruckt. Man kann es ein bisschen sehen, im Nightshot wird es vielleicht nochmal deutlicher, wobei das Weiße gegen das Old Radium Lume macht natürlich nochmal einen Unterschied im Leuchten. Aber Juri von Dekla hat mir also gesagt, dass das mehrfache Bedrucken die Leuchtkraft nicht nur heller, sondern auch langanhaltender macht. Die Krone der hier vorliegenden Turbulenz 1 ging sehr leicht, sehr sauber verschraubt mit einem schön gearbeiteten Kronenschutz. Und die Lederbänder, die Dekla verbaut, finde ich persönlich sehr gelungen, sehr massiv, wirken auf mich wirklich hochwertig. Die 42 mm der Turbulenz 1, die wir hier haben, mit dem Lug-to-Lug, also dem Hornabstand Auflagefläche auf den Arm von 49,6 mm, kann man gut tragen, kann ich gut tragen, mit 17 cm Handgelenk, wobei ich mir doch gerne etwas weniger wünschen würde und würde ich mir die Uhr kaufen, wahrscheinlich auf die 40 mm Variante gehe. Das wäre dann die nächste Spielmöglichkeit der Uhr. Es gibt sie in 40 und 42 mm. Ich habe es nicht hochgerechnet, aber wenn ich alle Kombinationsvarianten durchspiele, gibt es wahrscheinlich mehrere Dutzend Varianten, sich diese Uhr zusammenbauen zu lassen, sodass man da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl hat. Ja, was könnte ich sonst noch zu der Uhr sagen? Lasst mich mal kurz überlegen. Ich könnte euch zeigen, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Genau, lassen wir das doch mal kurz machen. Erst machen wir mal die Lichter aus und gucken uns nur die Turbulenz 1 bei Nacht an. Und wie gesagt, das ist die Turbulenz 1, von der Juri gesagt hat, hier ist noch nicht die richtig viel Leuchtmasse drauf. Die neueren Varianten sind noch häufiger mit Leuchtmasse bedruckt und leuchten entsprechend heller und länger. Ich finde, dass dieses Leuchtbild bereits sehr beeindruckend ist und für mich selbst ohne Brille absolut ausreichend ist. Jetzt kommt nochmal ein Vergleich mit der Turbulenz 4. Dann nehme ich die Turbulenz 4 mit der Old Radium Leuchtmasse noch ins Bild, mache wieder das Licht aus und zeige die beiden Uhren im Vergleich. Links die Uhr mit der nicht ganz so häufig gedruckten Leuchtmasse, rechts die Turbulenz 4 mit einem dickeren Leuchtmassenauftrag mit mehreren Druckvorgängen, sodass diese Uhr, wenn sie denn die gleiche Leuchtmasse hätte, länger und heller leuchten müsste. Beide Leuchtbilder finde ich absolut ausreichend, super ablesbar und kann über diese Uhr
nach dem, was ich hier auf dem Tisch hatte, nichts Negatives sagen. Das verbaute Werk ETA 2824 oder Silita SW 200 ist ein sehr robustes Werk. Gegen Aufpreis gibt es auch ein 2892 oder SW 300. Also man kann da wirklich ganz, ganz viel Varianten durchspielen und sich die Uhr entweder als günstige Uhr für 554 Euro zulegen oder aber nach Wunsch aufrüsten lassen und entsprechend den Mehrpreis zahlen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet. Ich finde sie klasse, hat mich absolut überzeugt und freut euch auf die nächsten Videos von mir. Ich wünsche euch nur das Beste, bleibt gesund, tschüss, euer Axel.